trainieren. Immer wieder fragen mich die Menschen, was sie machen sollen, um mehr Energie zu bekommen. Ich bin dafür überzeugt, dass wir alle irgendwann würden keine feste Nahrung brauchen. Ich denke auch, dass jeder Mensch bereit ernährt sich durch die Lichtnahrung. Weil, wenn wir logisch jetzt denken und anschauen Situationen, wie die Menschen sich meistens ernähren, und wenn wir anschauen, dass die 95% von dieser ganzen Nahrung nehmen die überhaupt nicht auf, nur 5% Maximum, und diese 95% wird mit dem Lebensenergie ausgeklärt, dann stellt sich die Frage, woher bekommen die so viel Energie? Und da ist doch muss auch für jeden klar sein, dass es irgendwie kommt aus dem Universum, aus der Mutter Erde. Die Menschen bekommen Versorgung. Du kannst dieses Gefühl auch schon gehabt, wenn du am sonnigen Tag, ganzen Tag unterwegs, viel Sonne bekommst, kannst du dich entspannen. Du hast einfach keine Lust zu essen. Oder du bist verliebt, du fliegst. Du hast auch keine Hunger in diesem Moment. Oder wenn du beschäftigst und du bist voll begeistert, du bist so richtig voll in den ganzen Prozess, was dich einfach 100% inspiriert. Du denkst auch nicht an Essen und dein Körper verlangt nicht nach Essen. Woher bekommen wir dann Energie? Ich möchte dir nur Hinweis sagen, diese feste Nahrung, das ist immer noch der Hinweis, wo du jetzt befindest dich. Wie niedriger ist Ernährung, beispielsweise die Menschen, welche essen auch tierische Produkte, so schwingt denen physische Körper. Die verlangen das, weil genau dort befindet sich. Wenn du reinigst deinen Körper, entschlagst ihn, systematisch reinigst, ich höre die Frequenzen und Schwingung von deinem Körper immer höher und du verlangst, und deine natürlich Wesen verlangen ganz andere Nahrung und du ernährst dich vielleicht vegetarisch oder vegan. Und dann reinigst du weiter durch deine Gedanken, durch viele Prozesse, welche in dir verlaufen. Und du hörst noch Frequenzen in deinem physischen Körper und deinem feinstofflichen Körper und du gehst auf die Rohkost. Und irgendwann steigt sich bis auf Monorohkost, auf Safternährung. Und es gibt genügend Menschen, tausend von Menschen, welche leben auf die Lichtnahrung. Ich möchte nicht sagen, dass es jeder sein dient, aber ich möchte dir Hinweis geben, dass wir leben nicht, um zu essen. Wir leben hier, um Schöpfer zu sein, uns genießen, uns zu erfahren. Und wir müssen wie möglich weniger Zeit investieren in diesen Prozess. Nicht so viel im Essen vorbereiten, Essen zu erschaffen und alle unterschiedlichen Prozesse. Denk daran, du bist hier, um zum Leben und Leben zu genießen.